Das Wetter perfekt für einen Kurztrip nach Baden-Baden und ein langes Wochenende liegt vor Ihnen. Für Stefanie Koch und Stefan Kirchhoff aus dem badischen Karlsbad sind die 40 Autominuten zu ihrem Lieblingsziel nur ein Katzensprung. Das ist so in Ordnung. Vielen Dank. Dankeschön. Auf ihre kleine Auszeit in Baden-Baden haben sich die beiden schon die ganze Woche gefreut. Früher sind sie schon mal nach London, Paris oder Barcelona gejettet. Heute schätzen sie das Nahziel vor der Haustür. Für die 25-jährige Stefanie und den 39-jährigen Stefan ist die Stadt an der Oos schon so etwas wie eine zweite Heimat geworden, die sie oft und gerne besuchen. Wir sagen auch jedes Mal, wenn wir einen Kurztrip nach Baden-Baden machen, ist es so, wie wenn wir im Urlaub sind. Weil wir in Baden-Baden gern unterwegs sind, weil Baden-Baden super viel bietet, kulturell, kulinarisch. Wir sind auch gerne oben auf dem Merkurberg und da gibt es ganz, ganz tolle Wanderwege. Da gibt es ein Tiergehege und einen Wildpark. Die Wanderung auf den Merkur fällt heute aus. Dafür geht es zum Flanieren und Shoppen in die Stadt. Dem Paar gefällt hier vor allem die Mischung aus weltstädtischem Flair und gemütlicher Schwarzwaldkulisse. Beruflich sind beide stark eingespannt. Stefanie arbeitet in Straßburg als Personalvermittlerin bei einer Zeitarbeitsfirma. Stefan ist Einkäufer bei einer Firma für Medizintechnik in Karlsruhe. Am Wochenende suchen sie bewusst die Auszeit vom hektischen Alltag. Das macht Baden-Baden für sie zum idealen Ziel. Es ist klein, fein, exklusiv, bietet alles das, was wir gerne haben. Runterfahren, entschleunigen, das ist so das, was uns am Wochenende wieder neue Kraft verleiht. Damit liegen beide voll im Trend. Immer mehr jüngere Leute zieht es in die Kurstadt an der Oos, die sich gerade neu erfindet. Moderner, hipper, attraktiver werden will. Bei der Zielgruppe der 20- bis 50-Jährigen kommt die Mischung aus Belle Epoque und Lifestyle gut an. Auch die Hotels bekommen die Verjüngungskur positiv zu spüren. Baden-Baden wird mehr und mehr einfach von den jungen Leuten entdeckt. Und wiederum, das spricht sich rum. Also hier ein Instagram-Post, da ein Instagram-Post, Facebook-Followers. Also die neuen Medien spielen da auch eine große Rolle und das Baden-Baden ist stark im Kommen. Hoch über Baden-Baden in der Rooftop-Bar im angesagten Rumors Hotel läuten Stefanie und Stefan beim Longdrink ihren Abend ein. In lockerer Lounge-Atmosphäre tummelt sich hier am Wochenende die Szene der Hippen und Schönen. Steifer Dresscode, Fehlanzeige. Es geht in jeder Hinsicht leger zu. Die ganzen Leute hier sind total entspannt. Sie relaxen, sie genießen die Sonne, was man hier auch wirklich sehr gut machen kann. Und dazu einfach lecker was trinken. Totales Ibiza-Feeling. Wenn man sich hier umschaut, ist das Publikum durch die Bank weg. Jung, hübsch. Und ich glaube, das ist genau das neue Baden-Baden, was sich gerade so entwickelt oder was im Kommen ist. Zum Essen geht es einfach auf die andere Straßenseite. Bei Angelo ist heute Abend Küchenparty mit großem Freiluftbuffet und vielen Gästen. Stefanie und Stefan haben einen Tisch reserviert und freuen sich auf die kulinarischen Edelgenüsse. Mit Veranstaltungen wie diesen gelingt es dem Juniorchef des Hauses, ein jüngeres Publikum anzulocken. Durch die ganzen Events, was du gestartet hast, merkst du halt ehrlich, guck mal, deine Generation kommt tatsächlich, ist jetzt Kundschaft bei dir. Und es ist natürlich schön anzusehen, weil du hast von klein bis groß alles dabei. Tolles Essen, gute Laune, Live-Musik. Für die beiden bietet die Party alles, was sie sich erhofft haben. Und während das Paar weiter den italienischen Abend unter freiem Himmel genießt, erreicht ein paar Kilometer weiter im Bernstein-Club die Stimmung ihren Höhepunkt. Der Nachtclub im berühmten Casino gehört zu den angesagtesten Locations der Stadt. Besonders die jüngere Klientel feiert hier gerne bis zum Morgengrauen. Stefanie und Stefan waren zu so später Stunde dann doch nicht mehr dabei. Nach ihrem ereignisreichen Tag waren sie einfach zu müde.